ganz herzlich willkommen, Herr Düßmann. Ja, danke, Herr Esser, und danke, Herr Mattis, ja, für die netten einführenden Worte. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein, denn Europa ist mir ein großes Anliegen. Und insofern hoffe ich, dass wir heute ein paar Dinge zu Europa besprechen können, die wichtig sind. Das werden wir tun. Wir wollen aber erstmal mit Ihnen persönlich anfangen und die Frage klären: Haben Sie eigentlich selbst ein Elektroauto? Ja, in der Tat habe ich einen Audi e-tron und freue mich jeden Tag drüber, über die völlig lautlose und sozusagen über die tolle Reaktion des Antriebs und den Stand der Technik. Ich freue mich nicht jeden Tag über die Ladeinfrastruktur, die wir haben, aber da kommen wir bestimmt nachher im weiteren Verlauf. Genau, das wäre die nächste Frage. Könnte es eigentlich überhaupt schon empfehlen, weil die Ladeinfrastruktur ist ja noch nicht so wahnsinnig toll ausgebaut. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich lade jetzt zum Beispiel zu Hause und in der Arbeit, je nachdem. Aber wir haben da noch einen Job zu tun. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, sagen wir mal in 15 Jahren spätestens, wenn wir wollen, dass alle Autos elektrisch sind. Da brauchen wir eine Ladeinfrastruktur, wo an jedem Parkplatz eine Lademöglichkeit ist. Und da sind wir natürlich weit von weg. Es ist noch nicht so komfortabel wie beim Benziner, aber je nachdem, wie die eigene Infrastruktur ist und wie ich sagte, ich habe sowohl privat als auch hier in der Firma die Lademöglichkeit, ist es aber auch super komfortabel. Das heißt, da muss halt jeder schauen, wie das für ihn passt. Woran liegt eigentlich, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur so sehr hakt? Wer ist schuld daran? Na gut, es hakt nicht. Ich meine, der Bestand an Elektrofahrzeugen ist heute noch gering. Es gibt ja verschiedene Initiativen, sowohl zum Beispiel jetzt privat, ne? Wir sind da selber sehr aktiv, über ein Konsortium eine Ladeinfrastruktur an den Autobahnen zu schaffen. Wir brauchen aber auch Initiativen in den Städten, denn es fehlt einfach auch an Plätzen, wo wir Ladeinfrastruktur aufbauen können. Eine Förderung durch die Politik wäre dort auch hilfreich. Ich glaube, wenn Politik und Wirtschaft dort gemeinsam sich stark anstrengen und gemeinsam Ladeinfrastruktur aufbauen, dann kann das mit dem Fortschritt beim Verkauf der elektrischen Fahrzeuge sicher Schritt halten. In der Tat, von der Industrie kommt ja immer schnell und gern der Ruf in Richtung Politik, da jetzt mal tätig zu werden. Aber wenn man sich das Beispiel Tesla anschaut, dann sieht man, das Unternehmen ist einfach selbst tätig geworden. Kann Audi nicht einfach selbst eine Infrastruktur an Schnellladesäulen aufbauen zum Beispiel? Ich meine, das tun wir ja bereits über das Konsortium Ionity. Mhm. Da machen wir das. Wir prüfen aber auch Optionen, ob wir darüber hinaus noch eine Premium-Ladeinfrastruktur brauchen, um unseren Kunden vielleicht noch besser gerecht zu werden. Auch sowas diskutieren wir intern. Wir zeigen da gar nicht auf die Politik. Wir sind da selber aktiv. Wie könnte sowas aussehen, wenn Sie jetzt nochmal einen Vorstoß für ein eigenes Schnellladenetz machen? Wie viel würden Sie investieren und wo würden die Säulen dann stehen? Wer ist die Zielgruppe? Außer vielleicht die Audi-Fahrerinnen und Fahrer? Soweit sind wir in den Diskussionen noch nicht. Wie viel Geld wir da investieren würden, da kann ich auch noch nichts zu sagen. Das ist noch ein frühes Stadium. Wir wollen halt vor allem, dass der Ausbau oder der Verkauf der elektrischen Fahrzeuge nicht an der Ladeinfrastruktur scheitern. Das wäre uns wichtig. Das soll dem nicht im Weg stehen. Die Kunden sollen angenehme Erfahrungen sammeln und danach werden wir uns ausrichten. Aber wir haben sowohl in Europa mit der Ionity eben eine sehr gute Initiative. Wir haben, glaube ich, 280.000 Ladepunkte, an denen ein E-Tron-Fahrer weltweit laden könnte. In den USA gibt es Electrify America. Da wird an den großen Durchfahrtsstraßen in den USA bauen wir dort eine Schnellladeinfrastruktur auf. Also das ist gut unterwegs. Aber es könnte besser sein. Das folgt einer bestimmten Kurve, die wir uns vorgenommen haben in Ionity. Das funktioniert auch gut. Wir sind auch offen für weitere Partner. Also von daher sind wir zufrieden. Gut wäre halt, dass die Bewilligung von neuen Ladeplätzen, dass das relativ unkompliziert läuft. Das ist heute zum Beispiel einer der Hindernisse. Aber auch Geld hilft auch. Das geht schon gut voran. Ja? Könnte immer besser sein, könnte schlechter sein. Wir sind da recht zufrieden. Sie haben ja das Thema Elektromobilität zum Kern der Strategie von Audi gemacht. Wann wird denn nun der letzte Audi mit Verbrennungsmotor verkauft? Können Sie uns da schon ein Datum nennen? Nein, kann ich nicht.
Ich schätze mal, das wird irgendwann in den späten 30er Jahren sein. Ja? Heute ist, unsere Kunden mögen die Autos, die Verbrenner. Wir haben heute etwa 5% ja, elektrische Fahrzeuge, voll elektrische Fahrzeuge, 95% Verbrenner. Das wird im Laufe der Zeit deutlich weniger werden. Mitte des Jahrzehnts, wenn wir jetzt über Europa reden, haben wir etwa ein Drittel batterieelektrische Fahrzeuge. Es kommt jetzt Jahr für Jahr ein neues Fahrzeug. Das Angebot wird sich verbessern. Und Ende des Jahrzehnts haben wir wahrscheinlich 50% voll elektrische Fahrzeuge. Das ist schon signifikant für uns. Wir werden alle Werke umrüsten auf Elektro. Wir werden alle Werke auch CO2-neutral stellen in Bezug auf die Produktion. Also das Thema schreitet jetzt massiv voran. Der Umbau läuft sehr schnell. Ja, und wir hoffen, dass die Kunden das auch mitgehen, dass die Ladeinfrastruktur da mitkommt, dass das Thema Förderung, dass die E-Mobilität forciert. Also wir sind voll committed dazu. Das muss man wirklich so festhalten. Damit man sich das mal so ein bisschen in Zahlen vorstellen kann, wenn wir jetzt das Wachstum der Verkäufe von rein elektrischen Fahrzeugen anschauen und das mal fortschreiben bis, sagen wir, 2025, wie hoch ist denn der Anteil dann an rein elektrischen Fahrzeugen im Verkauf bei Audi? Ja, wie gesagt, 2025 ist es etwa ein Drittel, ja, 30-40%, das ist noch nicht ganz klar zu sagen. Klar, das liegt am Käuferverhalten. Das liegt dran an der Förderung in den Staaten. Und bis Ende des Jahrzehnts ist es 50%. Also jeder zweite dann verkaufte Audi wird ein batterieelektrisches Auto sein. Das ist gewaltig. Ne? Das ist ein völlig anderes Fahrzeugportfolio. Wir stellen uns darauf ein, dass es 50% sind. Die Massenmodelle A4 und A6, kommen die dann nochmal als Verbrenner nach 2023 oder ist es dann vorbei für die? Gut, wie ich sagte, bis in die 30er Jahre hinein, wird Verbrenner eine große Rolle spielen. Das heißt, natürlich unsere Kernmodelle werden wir auch als Verbrenner anbieten. Aber wir arbeiten parallel natürlich auch an einem batterieelektrischen Modell in genau diesen Klassen, die für uns wahnsinnig wichtig sind. Die EU hat ja gerade ihre Klimaziele nochmal verschärft. Welche Folgen hat das eigentlich für Audi? Gut, wir wissen, dass wir auch die verschärften Klimaziele, also Green Deal, mit dem Fahrzeugprogramm, was wir planen, erreichen können. Insofern sehen wir das eigentlich relativ gelassen. Ja, das ist für uns ein Kraftakt trotzdem, aber es ist klar zu schaffen. Ich würde jetzt gerne schon mal ein, zwei Zuschauerfragen einbringen, weil hier schon eine ganze Menge aufgelaufen ist. Und zwar ein Zuschauer fragt, was war der ausschlaggebende Punkt bei Ihnen von Verbrenner auf E-Mobilität umzuschwenken? Sie haben ja auch persönlich eine Historie, wie wir gehört haben, in der traditionellen Antriebstechnik. Was war der ausschlaggebende Grund oder musste es jetzt einfach sein, weil der Zeitgeist sich geändert hat? Nee, ich mache das aus Überzeugung. Am Ende, wenn wir die ganze Kette von grüner Stromerzeugung, ja, über eine Verteilung und dann Speicherung in der Batterie und dann den Antrieb aus der Batterie, wenn wir diese Kette hinkriegen, das ist natürlich grüner Strom Voraussetzung, dann haben wir eine möglichst CO2-neutrale individuelle Fortbewegung. Ich glaube an Individualverkehr, das ist wichtig. Und wir sehen jetzt einfach auch durch Covid, dass es für die Menschen noch wichtiger wird. Deswegen wollen wir Individualverkehr anbieten, der möglichst CO2-neutral ist. Und da ist einfach Batterie, da sind batterieelektrische Fahrzeuge die im Moment technisch verfügbare Antwort. Ja? Und deswegen mache ich das aus Überzeugung. Da kommt gleich die nächste Frage zu dem Thema, die auch von verschiedenen anderen Zuschauern hochgevotet wurde. Und zwar die Frage, wie gehen Sie mit der Beschaffung der Grundstoffe für die Batterieherstellung um, wenn die seltenen Erden und Kupfer weitgehend auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen? Denken Sie auch über Alternativen, nicht seltene Elemente oder biologische Grundstoffe nach? Ich meine, das ist halt bedingt eine Fragestellung, weil Sie ja selbst keine Batterien herstellen, aber wie denken Sie darüber? Ja gut, das ist für uns natürlich schon wichtig. Wir haben klare Regelungen getroffen mit den Zulieferern, was in Bezug auf die Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung von Rohstoffen getan werden muss. Ja, wir schauen selber wir haben Fachleute für das Thema Werkstoffe, die schauen selber, wo kommen die her. Und wir bemühen uns natürlich auch bei der Komposition der Ingredienzien der Batterien der Zukunft,
natürlich weniger kritische Werkstoffe zu verwenden. Das ist für uns ein großer Fokus, denn die sind in der Regel auch die teuren. Und natürlich spielt das Thema Kosten bei der E-Mobilität und Erreichbarkeit, Preiserreichbarkeit für die Kunden eine große Rolle. Deswegen stecken wir viel Zeit in das Thema Werkstoffe und wir stecken auch viel Zeit in das Thema Recycling, weil am Ende sind sie ja nicht verloren, nur weil sie mal in der Batterie waren, sondern das Thema Rückgewinnung ist für uns wichtig. Auch da ist eine Pilotanlage im Betrieb. Also das beschäftigt uns natürlich sehr, das Thema Werkstoffe, Grundstoffe für die Batterieherstellung und ist insofern auch ein Fokus natürlich. Sie haben die Hybridtechnologie kürzlich als Auslaufmodell bezeichnet. Warum eigentlich die Skepsis gegenüber dem Mischantrieb? Na gut, es ist eine Brückentechnologie. Die komplexesten Autos, die wir machen, das sind die Hybride, weil die haben sowohl einen verbrennungsmotorischen Antrieb, der natürlich alle Emissionsgrenzen erfüllen soll, in sich, als auch einen elektrischen Antrieb. Ja, mit einer kleineren Batterie, aber nichtsdestotrotz mit dem vollen Programm Batterie, Leistungselektronik, E-Maschine. Und viele der Kunden einfach aufgrund von Ladeinfrastruktur, die man nutzen muss und aufgrund der Nutzbarkeit und aufgrund der reduzierten Zahl von Kilometern, die man elektrisch fahren kann, viele der Kunden nutzen die elektrische Fahrzeit selten aus und fahren viel mit Kraftstoff. Zusätzlich kommt noch dazu, dass viele der Dienstwagennutzer den Kraftstoff bezahlt bekommen, aber nicht den Strom. Und dadurch ist die Nutzung der PHEVs als elektrische Fahrzeuge doch durchaus eingeschränkt. Und da es batterieelektrische Fahrzeuge gibt und geben wird, macht es aus meiner Sicht Sinn, direkt auf diese Technologie zu setzen. Und die PHEVs als Brückentechnologie sind sie im Moment gut, aber es ist sicher nicht die Langfristperspektive auf PHEVs zu setzen. So, wie viel Geld, einfach vielleicht so, also eine Zahl, wie viel Geld werden Sie in den nächsten Jahren eigentlich in die Weiterentwicklung von Elektromodellen stecken? Wie ist der Betrag vielleicht in den nächsten 5 Jahren? Also das sind schon enorme Summen. Wir geben 15 Milliarden für batterieelektrische Fahrzeuge aus bis 2025. Und jetzt ist Audi gar nicht so groß. Ne? Das ist für uns ein Riesenkraftakt. Wir machen natürlich, da wie ich schon sagte, 95% sind es heute noch Verbrenner, aber es werden auch Ende des Jahrzehnts immer noch 50% Verbrenner in Europa sein. Wir müssen natürlich die Verbrenner weiterentwickeln und auch entsprechende Autos anbieten und batterieelektrische Fahrzeuge, die möglichst viel Reichweite bieten und möglichst schöne Funktionen anbieten. Und das für uns natürlich schon ein Kraftakt, beides gleichzeitig. Aber wir kriegen das hin. Die Investitionen gerade in die neuen Felder müssen ja die traditionellen Hersteller in der Regel aus ihrem Cashflow bezahlen. Schauen Sie da manchmal auch ein bisschen neidisch Richtung Tesla? Elon Musk kriegt ja das Geld von Investoren im Grunde hinterhergeworfen. Ist das ein unfairer Vorteil? Also ich finde da nichts dran unfair. Ne? Ich bin eigentlich sogar dankbar. Elon Musk und Tesla hat das Thema Elektromobilität etabliert. Ja, das gibt der Sache Rückenwind, das sehe ich erstmal positiv. Wo er sein Geld herkriegt, ist seine Sache. Wir kriegen uns aber so ganz gut aus dem Cashflow finanziert. Gut, jetzt hatten wir natürlich durch Covid bedingt ein sehr schweres Jahr 2020 aufgrund der Vielzahl von Herausforderungen. Aber auch das haben wir gut bewältigt. Diesen Wandel, ich finde, den sollte jeder versuchen, aus eigener Kraft hinzukriegen. Das geht auch ohne Geld von außen. Das Thema Tesla bewegt natürlich auch viele Menschen draußen. Eine Frage lautet zum Beispiel, warum ist es Tesla möglich, eine Fabrik im Herzen des Autolandes Deutschland zu bauen? Wieso haben das die heimischen Autobauer verschlafen? Danke auch für eine selbstkritische Antwort noch als Nachsatz. Also, dass wir was verschlafen hätten, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja auch Werke in Deutschland und wir bauen auch in Europa unsere batterieelektrischen Fahrzeuge, nämlich im Moment in Belgien. Und jetzt die neuen Fahrzeuge, die kommen, die bauen wir sowohl in Neckarsulm als auch in Zwickau. Ich kann nicht erkennen, dass wir da was verschlafen hätten. Dass Tesla den Standort Deutschland wählt, zeichnet eher Deutschland aus. Ne? Deutschland ist ja in Europa sehr wichtig. Ja? Deutschland hat sehr viel Technologie in Bezug auf Maschinenbau und Fahrzeugtechnik. Und das sollten wir ja als Lob ansehen, dass ein Tesla sich entscheidet, ein Werk in Deutschland zu bauen, wo wir ja schon tätig sind. Wir haben allein hier am Standort Ingolstadt 40.000 Mitarbeiter. Also wir sind hier voll committed zum Standort Deutschland und speziell natürlich auch zu Europa. Das
die deutsche Autoindustrie was verschlafen hat, ist natürlich eine Meinung hier von außen. Aber man muss natürlich festhalten, dass Tesla in der Tat bei vielen technologischen Fragen rund um E-Mobilität viele Jahre Vorsprung hat. Das heißt, gut, das wird die Zeit zeigen, ob da was verschlafen wurde. Fakt ist, dass halt die deutschen Hersteller viel, viel später mit am Ende überzeugenden Dingen eingestiegen sind. Und Tesla ist ja in vielen Bereichen immer noch voraus. Insofern, das müssen wir das einfach jetzt erstmal. Ja, das muss man auch so gelten lassen. Da hat Tesla einen Trend gesetzt und das muss man auch würdigen. Das tue ich auch. Gut, dann tun wir das an dieser Stelle. Hier kommt nochmal das Stichwort Technologieoffenheit auf den Tisch. Sie wissen, was jetzt kommt. Batterieelektrisch versus Wasserstoff. Inwiefern behindert diese Frage zurzeit Investitionen in die Elektrifizierung? Und bis wann und wie muss diese Frage geklärt sein, damit der Verbrennerausstieg zeitgerecht gelingt? Also für uns als Automobilhersteller ist eine große Technologieoffenheit nicht einfach zu handeln. Denn wir haben natürlich die batterieelektrischen Fahrzeuge, wir haben die Verbrenner wie früher, dann haben wir aber auch noch die PHEVs und dann haben wir auch noch Wasserstoff, den wir ja auch entwickeln, der auch von Audi für den VW-Konzern entwickelt wird in Neckarsulm. Da wäre eine Technologieklarheit natürlich hilfreich. Ja. Wasserstoff, also grüner Wasserstoff ist auf der Welt quasi nicht verfügbar. Und dass grüner Wasserstoff in einer Menge verfügbar sein wird, aufgrund der Wirkungsgrade ist natürlich ein großer Überschuss an elektrischer Energie notwendig, um Wasserstoff in hinreichender Menge zu produzieren. Dass es Sinn macht, ihn in in PKWs in Antrieb umzusetzen. Bis wir mal so viel Wasserstoff haben, dass das Sinn macht, glaube ich, vergehen noch Jahrzehnte. Denn wir haben natürlich andere Industrien, die verzweifelt auf Wasserstoff warten. Was weiß ich, Stahlindustrie, die soll CO2-frei werden, Düngemittel, dann Kaltbrennereien, also wo Elektro gar nicht geht. Und Flugzeuge, Schiffe, ja, Diesel, Eisenbahnstrecken und so weiter. Wir haben viele Technologien oder Antriebsformen, wo wir Wasserstoff zuerst einsetzen sollten, denn wir haben ja immer die Möglichkeit, ein BEV zu nutzen, um Grünstrom direkt zu speichern und auch direkt in Vortrieb umzusetzen. Ich glaube, dass Wasserstoff im PKW keine Rolle spielen sollte. Ja? Und deswegen wünsche ich mir eigentlich eine Technologieklarheit. Die Technologie ist beherrscht, die ist im PKW ja auch heute schon zu kaufen von einigen Herstellern. Das kann man darstellen, nur ohne die Infrastruktur und ohne grünen Wasserstoff, den man da nutzt. Macht das Ganze noch sehr lange keinen Sinn. Und wie ich schon sagte, es ist die Frage, ob es überhaupt jemals Sinn macht, das im PKW überhaupt Wasserstoff zu nutzen. Ein Satz an der Stelle bitte noch. Von wem wünschen Sie sich diese Technologieklarheit? Sind das die Unternehmen? Ist das die Politik? Das steht so ein bisschen im freien Raum zurzeit. Also diese Klarheit kann ja nur die Politik liefern. Die Politik muss überlegen, wie sieht eine Energiewirtschaft in 10 Jahren aus, in 15 Jahren, ne? Wie viel, realistisch gesehen, wie viel grünen Wasserstoff habe ich zur Verfügung, wo brauche ich Energiemengen, wo setze ich sie dann ein? Und darüber könnte man dann Klarheit schaffen, gibt es überhaupt ein Szenario, Wasserstoff in PKWs umzusetzen, in Vortrieb oder nicht? Und dann klar sagen, wir haben folgenden Plan, 2035 setzen wir voll auf batterieelektrische Fahrzeuge oder eben auch nicht. Oder wir setzen auf Wasserstoff oder eben auch nicht. Aber diese Klarheit wäre total hilfreich, weil dann könnten sich alle technologisch darauf einstellen, ob das jetzt Stahlindustrie ist oder ob das Automobilindustrie ist. Egal, Hauptsache es herrscht Klarheit. Ja. Wir fragen uns eigentlich schon die ganze Zeit, was das eigentlich da für ein Fahrzeug bei Ihnen im Hintergrund ist. Achso, das war eine Studie, ja. Okay. Eine Studie von einem coolen Auto. Wir gucken natürlich immer, was wir für coole Autos in der Zukunft machen. Vielleicht machen wir mal wieder sowas, wäre ja schön. Ne? Ich finde es auch schön, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen hängt sie auch. Okay, wir wollen in der Tat jetzt nochmal ein Stück weit auch in die Labore von Audi schauen. Mit dem Projekt Artemis wollen Sie ja die Grundlage für ein Elektroauto legen, das letztlich mit Tesla mithalten kann. Wie ist das Projekt eigentlich angelaufen? Haben Sie mittlerweile alle Mitarbeiter an Bord, die Sie brauchen? Ja, wir wollen
nicht nur Tesla, also wir wollen Vorsprung zeigen durch das Projekt. Und das soll in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzen in Bezug auf Elektrifizierung, aber auch in Bezug auf automatisiertes Fahren, in Bezug auf Bordnetz, in Bezug auf Nutzerschnittstelle, in jederlei Hinsicht. Das Projekt läuft gut. Die meisten der Mitarbeiter sind natürlich innerhalb von Audis. Das ist ja ein Audi, das erste Auto, was dort kommen wird. Ein Teil der Mitarbeiter sind in der Artemis GmbH. Und in Summe sind wir da sehr gut unterwegs. Wir sind auf jeden Fall im Zeitplan. Wann soll das erste Modell rauskommen? 2024, oder? Ja, Ende 20. Also das Vorsprung, muss ich sagen, sieht für mich anders aus, weil Tesla ist ja nun längst auf dem Markt. Also was, sind Sie nicht viel zu spät mit dem ganzen Projekt? Na, wir haben ja auch den e-tron schon im Markt. Und ich meine, allein in Deutschland hat sich der e-tron letztes Jahr 5-mal so oft verkauft wie Model Tesla, also Tesla Model S und Model X zusammen. Das heißt, es ist ein erfolgreiches Elektroauto. Und wir kommen jetzt ja jedes Jahr auf jeden Fall mit mindestens einem neuen Auto. Wir werden unseren Fuhrpark deutlich erweitern. Wir orientieren uns da sehr an der Kundennachfrage und versuchen dementsprechend dann die Autos auch in den verschiedenen Segmenten zu bringen. Nächste Woche kommen wir mit dem e-tron GT. Das wird ein absolutes Highlight, so ähnlich wie der hinter mir. Ein Sportwagen, der voll elektrisch fährt. Also wir geben da Vollgas. Ob wir zu früh oder zu spät fahren, das wird sich erst Ende des Jahrzehnts zeigen. Wir sind auf jeden Fall aus unserer Sicht im Moment da gut unterwegs. Was sind denn, wenn wir jetzt nochmal weiter tiefer in die Labore einsteigen bei Ihnen, was sind denn die größeren Herausforderungen? Ist es eigentlich die Hardware für diese Elektroautos der Zukunft oder ist es die Software? Nee, es ist klar die Software. Wir haben ja, wir können ja tolle Autos bauen und wir können das millionenfach mit hoher Qualität. Wir kommen aber aus einer Struktur von aufgelösten Bordnetz, vielen Steuergeräten und auch einer entsprechenden, das sehen Sie selbst bei uns in der Arbeitsstruktur, das sehen Sie in der Zuliefererstruktur. Und ein Tesla ist völlig anders rangegangen, ja, mit einer Zentralrechnerstruktur, einer sehr starken Fertigungstiefe, auch in Bezug auf, oder Entwicklungstiefe auch in Bezug auf Software. Und das heißt, bei dem Thema Software, da liegt für uns die größte Herausforderung, weil wir müssen uns von den heutigen Strukturen sowohl hier im Unternehmen als auch bezüglich der Zulieferer freimachen. Deshalb haben wir auch hier unsere Entwicklung neu strukturiert und strukturieren sie jetzt nach Bordnetz, also nach Software sozusagen, die das Bordnetz vorgibt und die Bordnetzstruktur und nicht mehr nach Komponenten. Ja, das ist für uns die größte Revolution, auf Zentralrechner und ein deutlich vereinfachtes Bordnetz zu gehen, was aber dann mehr Funktionalität hat. Sie haben es da jetzt ja auch auf einmal mit Wettbewerbern zu tun, die ja sich viel, viel länger schon mit Software beschäftigen als Audi. Speziell sprechen wir da zum Beispiel über Google. Viele Autohersteller, traditionelle Hersteller gehen ja Partnerschaften mit den Konzernen, insbesondere aus dem Silicon Valley, ein. Ist es wirklich schlau auf Dauer für Audi, es allein zu versuchen hier in Deutschland oder muss Audi nicht dauerhaft dann doch Partnerschaften mit Google oder Nvidia oder wem auch immer knüpfen? Also wir sind ja so groß als Konzern, wir sind ja nicht nur Audi, wir sind ja eingebettet in den Volkswagen-Konzern und wir haben eine Größe, dass wir erstmal mit uns selber kooperieren wollen. Ja? Das ist die CSO. Wir haben dort alle Softwareentwickler des Konzerns zusammengezogen, um in der Car-Software-Organisation mit jetzt rund 5000 Mitarbeitern unsere eigene Software der Zukunft zu entwickeln. Unser eigenes Bordnetz, unser eigenes Operating System. Und das läuft auch sehr, sehr gut. Aber natürlich haben wir auch Kooperationen für das ein oder andere Spezialgebiet mit Kooperationspartnern draußen. Das heißt, wir sind da natürlich immer offen für Kooperationen. Wir werden da auch die ein oder andere sicher noch veröffentlichen. Aber den Großteil der Software werden wir zukünftig selber machen. Das heißt, Sie nehmen den Wettbewerb auf und Sie sagen, Audi wird am Ende, beziehungsweise der VW-Konzern wird am Ende die bessere Software entwickeln als Google? Wir sehen das sportlich. Ne? Wir wollen da auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe kommen. Wie sehr muss denn dann Audi eigentlich ein Softwareunternehmen werden in den nächsten Jahren?
Weil sonst wird das nichts mit Google. Weil ich denke mal, dass Google jetzt schon mehr Leute in diesem Feld mit dem Thema beschäftigt als der VW-Konzern. Ich weiß es nicht, aber ist gut möglich. So, was muss dann kulturell bei Ihnen noch passieren, damit das wirklich funktioniert? Gut, wie ich schon sagte, wir haben jetzt die CSO, also die Car-Software-Organisation, in der sich eine eigene Kultur sowieso schon ausbildet. Wir haben dort viele Fachleute auch von draußen jetzt reingeholt, sind da auch noch am Einstellen und werden dort eine neue Kultur haben. Die Leute dort, die beschäftigen sich ausschließlich mit Software, ausschließlich mit Software-Architekturen der Zukunft, ja, mit AI, also künstliche Intelligenz, und wir werden dort Bildverarbeitung und so weiter, alles läuft dort ab. Das heißt, die Kultur ergibt sich sowieso von selbst. Zusätzlich haben wir natürlich unsere alten Stärken, ne? Produkte, die wir millionenfach an Kunden bringen können, in guter Qualität. Und die werden wir natürlich auch nicht verlieren. Insofern werden wir dort die neue Kultur in der Car-Software-Organisation, die paaren wir mit unseren alten Stärken, und ich glaube, da wird was Tolles draus. Eine andere Möglichkeit wäre es ja, wenn die deutschen Hersteller alle sich zusammentun und sagen, wir bauen jetzt gemeinsam eine Software. Ist das eine Option, die Sie sich vorstellen können? Also, wie ich schon sagte, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind groß genug als Konzern, um durch Kooperation mit uns selbst auch Standards zu setzen. Ich meine, wir machen 10 Millionen Autos im Jahr. Das ist sehr, sehr viel. Und deswegen, glaube ich, können wir auch Standards setzen. Wir sind aber auch offen für Partnerschaften. Das heißt, wenn jemand auf diese Standards mit drauf will, dann ist das schon möglich. Ja? Aber erstmal suchen wir jetzt nicht weite Kooperationen mit anderen Automobilherstellern. Es hat ja zuletzt ein paar Schwierigkeiten gegeben, auch durch den Mangel an Halbleitern in der Industrie. Mit welchen Strategien kann man denn dafür sorgen, dass es zukünftig nicht mehr zu Produktionsengpässen genau wegen solcher Nachfrageprobleme kommt? Gut, wir haben ja eine weltweite Zuliefererkette. Die ist relativ lang. Wenn Sie sehen, irgendwie Halbleiter, dann kommen Sie, dann haben wir das Auto, dann ist da, was weiß ich, ein ABS-Steuergerät drin, ja, und da ist wieder eine Platine drauf und die Platine liefert jemand zu und da ist wieder ein Chip drauf. Und das ist eine sehr, sehr lange Kette. Und durch Covid hat es jetzt doch, und durch die starken Verkaufseinbrüche im zweiten Quartal, ist diese Kette einfach in Stocken gekommen. Wir haben natürlich keine Steuer oder keine ABS-Module mehr beschafft, ja, weil wir einfach keine brauchten, und dann hält die Kette an. Und dieses Anfahren der Kette bei Halbleitern dauert einfach lang. Die Halbleiterproduktion ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und da ist die Kette jetzt abgerissen. Ja, wir können das ganz gut handeln, dadurch, dass wir die Spezifikation der Autos ändern, dass wir gucken, dass wir vor allem Autos bauen, die weniger Steuergeräte drin haben, ne, dass wir gucken, wo kriegen wir Steuergeräte hin, die wir vielleicht beistellen können und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut gelungen, aber es kann solche Verwerfungen immer geben in der Zulieferkette. Das hat es auch schon wegen Erdbeben gegeben oder wegen Tsunami in Japan und tragischen Unglücken. Wir sind eigentlich gewohnt, mit sowas umzugehen. Vielleicht nicht ganz in dieser Größenordnung, wie sie jetzt durch Covid entstanden ist. Das hat uns schon groß herausgefordert. Aber unsere Prozesse bei solchen Lieferabrissen, die haben gut funktioniert. Und deswegen produzieren wir auch schon wieder. Diese Fragen haben in der Tat auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer draußen bewegt. Deswegen kam die Frage auch rein. Bleibt aber der Aspekt, wird Audi denn im Rahmen der Covid-Krise die Lieferketten nochmal überdenken, möglicherweise umleiten, andere Schwerpunkte setzen? Oder ist im Grunde in 2 Jahren alles wieder komplett beim Alten? Also, wenn man irgendwas erlebt und das ist sowas wie jetzt, dann machen wir natürlich ein Review. Ne? Dann gucken wir natürlich, wie können wir uns besser absichern, und die Prozesse laufen selbstverständlich, dass wir unsere Zuliefererketten noch besser machen. Ne? Sie sind ja schon so gut wegen der vielen Erfahrungen, die wir gesammelt hat und auch haben, und auch der vielen Dramatik, die dahinter war. Und das alles hat dazu geführt, dass wir im Moment damit besser umgehen, als wir es wahrscheinlich vor 5 Jahren gemacht hätten. Und ich sage mal so, in 2 Jahren werden wir auch wieder besser damit umgehen, als wir es heute tun. Und das System lernt schon dazu. Das heißt, wir überdenken natürlich auch Zuliefererketten und gucken, wie können wir denn unser Geschäft noch besser absichern. Aber ganz konkret dazu, braucht Europa eine stärkere Chipindustrie, damit sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann? Ich sage mal so, Kompetenz ist ja immer gut. Ne? Kompetenz hilft immer. Das heißt, natürlich fände ich es gut. Die Antwort passt immer. Nein, aber natürlich fände ich es sehr sinnvoll,
wenn wir in Chipindustrie investieren würden. Und wir haben ja auch gute Chiphersteller hier auf europäischem Boden, so ist es ja nicht. Aber selbstverständlich würde ich es sehr begrüßen, wenn auch dort investiert würde. Selbstverständlich würde ich es begrüßen, wenn auch mehr Softwareentwickler ausgebildet würden und wenn das Thema Software eine größere Rolle spielen würde. Weil weder ein Chip ohne Software ist nichts, wie auch andersrum. Und das ist, wir müssen beides stärker hochziehen und Europa da noch besser aufstellen. Ja, das finde ich sehr wohl. Das fordert sich so leicht auf der einen Seite. Die Antwort darauf ist dann ja in gewisser Weise eine andere Industriepolitik. Gibt es da ein, zwei Dinge, die Sie konkret zum Beispiel von Wirtschaftsminister Altmaier fordern, den wir hier ja morgen zu ganz ähnlichen Themen zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire interviewen? Also Ich möchte da nichts konkret fordern. Wichtig wäre mir nur, dass wir eine kritische Diskussion darüber haben, warum sind heute die Schwerpunkte für Software und auch Chip-Erstellung sowohl in Asien als auch in den USA und nicht so sehr in Europa. Also darüber eine kritische Auseinandersetzung auch auf der politischen Seite würde ich sehr begrüßen. Vergleich, ich meine, wie ich schon sagte, die Car-Software-Organisation, die vor allem sich in Deutschland aufhält, wird viele Software-Ingenieure anziehen von der ganzen Welt, wird auch sicher durch Kooperation mit den Hochschulen was bewirken. Also da es tut sich ja was, ne? aber es wäre sicher auch schneller möglich. Ne? Ich glaube, wir müssen es damit ganz kritisch auseinandersetzen und müssen schauen, wie wir Europa und Deutschland da auch stärker aufstellen beim Thema Software und auch Chip-Herstellung. Ja? Einfach Know-how. Ganz kurz vielleicht, wie viele Autos konnte Audi jetzt wegen Chipmangels nicht herstellen? Einfach damit man sich das mal vorstellen kann, wie groß die Dimension dieses Problems auch war. Es waren knapp 10.000 Autos, die wir verschieben mussten. Also wir haben viele, viele, viele tausend Autos anders spezifiziert und in anderer Reihenfolge gebaut. Aber die knapp 10.000, die ich jetzt mal so in den Raum stelle, die holen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch auf. Das heißt, das ist nur verschoben. Das ist jetzt für uns kein Drama. Das war schon in den Werken, sorgt das natürlich für Riesenverwerfungen in der ganzen Zuliefererkette, weil natürlich ein Auto, was kein Steuergerät hat, das braucht auch keinen Sitz und das braucht auch kein Lenkrad. Und deswegen, da hat es wirklich gerumst in der Zuliefererkette. Aber wir holen das dieses Jahr noch wieder auf. Wenn Sie jetzt mal so auf die deutsche Autoindustrie, aber vielleicht auch auf Ihr eigenes Unternehmen schauen, auf die Herausforderungen, die jetzt vor Ihnen liegen, was macht Ihnen eigentlich Sorgen im Moment? Bei welchem Thema sagen Sie, okay, das haben wir echt noch nicht gelöst, hier haben wir noch eine riesige Baustelle, an die wir dringend ran müssen? Also sehe ich im Moment nicht. Ja, wir haben wirklich die wesentlichen Themen jetzt aufgesetzt. Ich würde mir, wie ich schon sagte vorher, ich würde mir schon Technologieklarheit wünschen, dass wir da ein bisschen klarer sind, bis wann sind PFs in der Förderung, ja, was ist mit dem Thema Wasserstoff, das würde uns unheimlich helfen, ja, aber ansonsten, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und können auch mit der Geschwindigkeit, die jetzt durch die, vor allem in der EU und die CO2-Gesetzgebung und Green Deal in der EU, die Geschwindigkeit, die wir dort aufnehmen werden, da können wir mitgehen und von daher haben wir jetzt keine unlösbaren Themen vor uns, ganz und gar. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Zuschauerfrage einbringen, die sehr spannend ist, die auch sehr viel Zustimmung bekommen hat, die nämlich unsere komplette Diskussion in Frage stellt. Und das finde ich immer interessant. Ich lese sie einfach mal vor. Und zwar diskutieren wir hier das richtige Thema. Nach meinem Kenntnisstand werden Privatfahrzeuge nur zu circa 4% wirklich genutzt, mit 13.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr. Die restliche Zeit stehen diese Fahrzeuge in der Garage oder auf dem Firmenparkplatz. Müssten wir nicht viel mehr ein Mobilitätskonzept diskutieren? Wurde ja in gewisser Weise von den Herstellern auch wieder zurückgedreht. Also schießen Sie los. Was ist da Ihre Haltung zu? Also wir versuchen immer wirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, natürlich haben wir deshalb auch, und weil das tatsächlich ein Riesenthema war, haben wir uns intensiv mit dem Thema Mobilitätskonzept auseinandergesetzt. Mit Moja, und wir führen auch aktuell wieder Diskussionen, wie das Thema Mobilität, Sharing-Dienstleistungen, On-Demand, wie sich das auswirken könnte. Die Kunden, viele der Kunden, und deswegen, auch wenn die Autos viel rumstehen, das ist schon gerechtfertigt, diese Frage, aber viele der Kunden wollen ihr Auto besitzen oder wollen Eigentum, ja, oder mindestens Besitz wollen, und durch Covid nochmal verstärkt, viele der Kunden wollen nicht sharen, weil sie sagen, ich weiß nicht, wer vorher drin gesessen hat, ich fühle mich damit nicht wohl. Wie sich das Thema entwickelt,
werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und das Thema Mobilitätskonzepte weiterhin versuchen auszutesten, was dort am Markt funktioniert, was Kunden überhaupt wollen, womit auch Geld zu verdienen ist und was gut in die sonstige, ins sonstige Netz passt, wie zum Beispiel zwischen Flughäfen und Bahnhöfen und so weiter. Da sind wir ganz offen und keineswegs, wir wollen keineswegs da raus. Ne? Aber darf ich da nochmal einhaken? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Sie eigentlich zu dem Thema stehen. Sind Sie jetzt dafür, sollte man das stärker ausbauen oder glauben Sie eigentlich nicht dran? Also ich hab selber viel in meiner Zeit in München viel Sharing-Konzepte genutzt. Ich finde das eine tolle Sache, ich glaube dran. Aber wenn sich damit kein Geld verdienen lässt, dann weiß ich nicht, wer dort investieren soll. Die Frage ist immer, kriegen wir da ein Modell hin, was tatsächlich für die Kunden attraktiv ist, aber auch für uns? Ne, weil es muss ja, die Autos sind ja in unserem Eigentum, zum Beispiel jetzt bei Carsharing. Ja, ist das ein Konzept, was für uns funktioniert? Ist das ein Konzept, was für Kunden funktioniert? Da wird auch noch viel probiert werden müssen. Bisher war die Nachfrage einfach zu klein, um dort Attraktives anzubieten. Denn sie brauchen natürlich auch eine große Dichte von Fahrzeugen, sonst funktioniert das nicht. Ne? Wenn sie erstmal 3 Kilometer gehen müssen, um in ein Auto zu steigen, was sie dort scheren, hat das keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen eine große Fahrzeugdichte. Das funktioniert dann eh nur in großen Städten. Und da ist aus meiner Sicht die Lösung liegt im Moment nicht auf der Hand. Aber wir sind da total offen und probieren ja selber auch viel aus. Bei uns hier im Chat geht es jetzt auch noch mal viel um so Umweltfragen. Ich würde jetzt ein paar Fragen verhältnismäßig schnell hintereinander wegstellen mit der Bitte um eine kurze Antwort, wenn es irgendwie geht. Fangen wir an mit China. Hat sich einen großen Teil der Rohstoffe für die Batterien in Afrika und Lateinamerika gesichert. Was haben VW und Audi in diese Richtung unternommen? Ja, wir beobachten das natürlich auch, was dort läuft. Wir haben Verträge mit sowohl Lieferanten für Rohstoffe als auch natürlich mit unseren Batterieherstellern über die nächsten Jahre. Von daher haben wir die Zulieferung auf jeden Fall gesichert. Trotzdem beobachten wir natürlich, was am Rohstoffmarkt passiert. Und passen unsere Strategie da auch an. Ist da Europa generell zu passiv im Vergleich zu China? Was das sicher? Also China ist schon sehr aktiv in Afrika. Wir führen auch so Diskussionen. Ich glaube schon, dass wir uns als Europäer mit dem Thema Afrika sowieso stärker auseinandersetzen müssen. Denn wir sollten uns bemühen, dort mehr Beschäftigung zu schaffen und stärker in Afrika zu engagieren, was natürlich die beste Methode ist, denn das Thema Einwanderung wird wieder ein Thema sein, wenn Covid vorbei ist. Das Beste wäre, wir schaffen für die Menschen in Afrika eine Zukunft in ihrer Heimat. Und da haben wir eine große Verantwortung. Insofern würde ich mir schon mehr Engagement von Europa in Afrika wünschen und auch die Industrie, da fühle ich uns auch in der Pflicht. Die Diskussionen laufen im Moment, aber von daher, wir können da aktiver sein, ja. Man spricht auch davon, das ist jetzt die nächste Frage, dass die Herstellung von Batterien für Elektroautos mehr CO2-Ausstoß produziert als ein Dieselfahrzeug. Das ist eine Diskussion, die immer wieder läuft. Ein Dieselfahrzeug, das mehr als 250.000 Kilometer gefahren ist. Wie wird damit umgegangen und was rechtfertigt dann Elektroautos? Nee, das ist Quatsch. Da gibt es gute Studien, ne? der Break-Even ist so, ich meine, je nach Strommix. Ne? Aber bei einem Strommix, wie ich hoffe, dass wir ihn in Europa erreichen, nämlich mit null CO2, ja, liegt es etwa bei 30.000 bis 60.000 Kilometer der Break-Even. Aber natürlich startet das batterieelektrische Fahrzeug mit einem CO2-Rucksack, den es aber relativ schnell über der Zeit abarbeitet. Insofern stimmt diese Aussage so nicht. Andere Frage, wann kommen eigentlich Elektro-Audis für Normalverdiener? Ja, im Sommer. Im Sommer diesen Jahres. Nein, wir kommen, also unser Segment wird immer Premium sein. Und da können natürlich, das ist auch... Willst du mal erst mal erklären, was ist ein Normalverdiener aus Ihrer Perspektive? Ja, genau. Wer ist eigentlich jetzt ein Normalverdiener? Nein, aber Spaß beiseite. Wir kommen jetzt dieses Jahr mit dem Q4 e-tron.
und der wird deutlich bessere Preiserreichbarkeit zeigen. Und wir haben auch heute ja schon den ID3. Was heißt das eigentlich? Wie viel wird der kosten? ID3 im Konzern. Ja, der wird auf jeden Fall deutlich günstiger sein, als es ein e-tron heute ist, der ja im Top-Segment ist. Und dadurch, also wir können ihn, ich kann Ihnen heute das Preisband leider noch nicht verraten. Das machen wir dann, wenn wir das Auto kommunizieren. Aber er ist ja ein kleineres Auto mit großer Reichweite, wird deutlich besser bezüglich Preiserreichbarkeit sein, ist aber immer noch im Premium-Segment. Hm. Ja, für einen Einstieg haben wir ja schon den ID3, der ja verfügbar ist von VW. Und es kommen natürlich jetzt jede Menge weitere Autos im Konzern, auch E-Up gibt es schon. Und da ist eigentlich für jeden was dabei. Insofern können wir schon was anbieten vom Einstieg bis zum Taycan von Porsche im Konzern. Also die Preis, das ist für jeden, der hier gerade zuhört, sollte da das Richtige dabei sein können. Eine Nachfrage kam nochmal zum Thema mehr Autos als Tesla verkauft. Und dann postet jemand hier das KBA-Ranking rein seit 2017, erstens Zoe, zweitens Golf, dann Tesla Model 3, BMW danach und so weiter. Sind das alte Zahlen? Wie kommen Sie zu Ihren Zahlen? Nee, ich hatte gesagt, fünfmal so viele. Wir haben vom e-tron fünfmal so viel verkauft wie Model S und Model X zusammen. Ja? Der Model 3 verkauft sich deutlich, deutlich öfter, ist aber auch ein deutlich günstigeres Auto. Gut, dass wir es an dieser Stelle noch... Gut, dass wir es an dieser Stelle noch geklärt haben. Wir haben noch viel, viel weitere Fragen im Chat, die werden wir leider alle nicht mehr klären können. Ich würde gerne noch mit einer kleinen Geschichte enden, die ich über Sie gehört habe. Und zwar haben Sie, es kam übrigens auch eine Frage, was Sie persönlich fahren, welchen Antrieb Sie eigentlich persönlich bevorzugen. Das können Sie vielleicht in dieser letzten Antwort noch unterbringen. Ich habe gehört, dass Sie 2019 eine Motorradtour, ich nehme mal an, das war noch ein Verbrennungsmotor, entlang der europäischen Außengrenze gemacht haben. Wie kam es eigentlich zu dieser Tour und ja, was haben Sie auf dieser Tour erlebt und gelernt? Na gut, das ist nett, dass Sie das fragen. Tatsächlich, ich fühle mich eigentlich als Vollblut-Europäer. Europa ist großartig, ne? Und ich kann auch bis heute nicht nachvollziehen, warum die Briten das uns verlassen wollten, aber gut, sei es drum. Ja, denn ich mag die Briten auch sehr, aber ich bin großer Europa-Fan und ich hatte mir dann in der Zeit zwischen meiner Rolle im Vorstand bei BMW und dieser Funktion jetzt hier, wollte ich unbedingt Europa als Ganzes nochmal kennenlernen und ich bin die europäische Außengrenze mit dem Motorrad abgefahren. Das war natürlich ein Verbrenner, weil Elektromotorräder gibt es noch nicht so viele und es sind natürlich Riesendistanzen zurückzulegen und ich war dann von Gibraltar bis am Schwarzmeer, bis am Nordkap und bis Irland und hab mir ganz Europa angeguckt. Es ist einfach phänomenal, ja, wie groß Europa ist und wie nett die Menschen dort sind und wie schön die Landschaften sind und wie unterschiedlich auch die Kulturen sind. Es war einfach eine ganz große Erfahrung. Und eins habe ich da gelernt, ich habe vor allem auch die Kriegsschauplätze der verschiedenen Kriege, die in Europa waren, angeguckt. Und da lernt man dann, was eigentlich auch der Mehrwert von Europa ist. Das ist nämlich, das Europa ist befriedet. Europa war ein Kontinent, in dem immer Kriege herrschten. Und die Europäische Union hat uns Frieden gebracht und freie Grenzen. Und die Leute können sich bewegen innerhalb von Europas. Ich finde es einfach großartig. Ne? Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Wer mal die Gelegenheit hat, Europa so weitreichend zu bereisen und die Zeit, und der soll das tun. Ich fand es einfach fantastisch. Die tollste Erfahrung meines Lebens, muss ich sagen, in dieser Form. Ja, und ich bin an vielen Ecken gewesen, die ich eben noch nicht kannte. Einfach toll. Danach kann eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel kommen, außer dass ich sage ganz herzlich Danke nach Ingolstadt, dass wir so intensiv sprechen konnten hier, dass Sie sich auf all diese Fragen eingelassen haben. Es kommen immer noch weitere rein. Wir müssen uns einfach nochmal verabreden, das Thema nochmal diskutieren. Also nichtsdestotrotz ganz herzliche Grüße und damit übergebe ich wieder nach Berlin.